Der kleine Peter verlor seinen Meter und Herki spielte draußen im Roten. Die Monster erwachten zum Leben, verbrannten uns in Schützengräben und wir schliefen und aßen die Toten. Als der dunkle Intellekt dem Feuer entkam, stand die Menschheit in der Asche von Mutter Erde. 200 Jahre baute der unsterbliche Imperator die Armeen der Erde auf. Aber nur die der Erde. Dann revoltierten die Kolonien auf Mars und Venus gegen ungerechte imperiale Gesetze. Arabek, der größte imperiale Ritter, schloss sich der Rebellion an. Sein Bruder Kanan führte die Ritter zum Mars, um die Rebellion zu unterdrücken. Als Prometheus wieder angriff, war der Boden bereits von menschlichem Blut geflossen. Mutter Erde war hilflos. Die Zeit des Terrors war wieder da. Ich erzähle die Geschichte vom dritten und letzten Erscheinen von Prometheus. Ich erzähle die Geschichte von uns allen.